Willkommen. Unfassbar, Daniel. Ah, Fulsch. Ah. Servus. Ja, Servus. Grüezi. Das war ja mein Servus, du alter Lachs, du. Ja. Grüezi. Ah, wie Ein geht's Stefan. euch alle so? Ja, sauber. Läuft. Selbst. Liebe Grüße aus Kärnten, ja. Ja, sehr gut. Ehrenmensch. Ich muss mal eben kurz in Pause, Bildschirm, muss mal mein Jetzt können wir noch mal gucken. Der Stefan wollte jetzt noch mal. Stefan ist wieder da. Stefan, kommst du da mal in den Paratalk? Das wäre sehr nice. So, der Stefan Z kommt denn jetzt mal rein. Ich switch auch schon mal rüber. Mal gucken, ob der Stefan jetzt reinkommt. Stefan, ich beiß nicht. Jetzt kommt der Stefan. Gucken, ob Stefan rüberrutscht. Stefan ist da. Wir gucken, weil dich hören, Stefan. Ich höre Stefan. Stefan? Hallo. Stefan? Ich höre mich selber, Ich Stefan. höre mich selber, Stefan. Hallo. Stefan, Stefan? du musst mich leise Hast du mich stellen. leise stellen? Was? Du musst mich leise Musst du stellen. mich leise stellen? Weil ich höre mich doppelt. Stefan? Du musst dich auch leise stellen. So, Stefan? Gesetz? Hey, ich höre dich. Echt? Jetzt höre ich dich, Stefan. Was? Ich bin Was? nervös. Ach, brauchst du nicht. Warum? Muss ich nicht nervös sein? Ich bin ein ganz normaler Mensch. Hey, Stefan, was hast du uns zu erzählen? Erzähl mal. Also, wo soll ich jetzt anfangen? Okay. Darf ich noch schnell aufs Klo gehen? Geh schnell auf Klo, Stefan. Hau rein. Okay. Der ist ja geil. Ich Stefan bin geht jetzt erstmal allein. auf Toilette. Stefan geht erstmal am Pott. Ich bin in Krise. Nee, der Stefan kommt aus Kärnten. Einmal geil. Jetzt geht er nochmal ein Ei legen mit den Leuten. Ich kann nicht mehr. Ist das geil. Ist das geil. Stefan geht nochmal am Klo. Also wir müssen nochmal kurz warten. Stefan ist nochmal im Talk live auf Toilette. Oh. Einmal schön. Also habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, erstmal am Klo. Einfach schön. Also ist ja geil. Mitten im Talk. Ich muss schon mal am Klo. Weg ist er. Ja, warten wir mal, bis er vom Klo kommt. Die nachfolgenden Minuten verschieben sich um eine Klospülung. Ja, einfach schön. Einfach schön. Wir warten also auf den Stefan, der noch im Klo ist, im Talk. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass Stefan kein großes Ei legt. Vielleicht macht er noch ein Ei oder so. Maike, Stimme für Stefan für Losthoheit. Sehr geil, Maike. Also er hat schon mal so lustige Anwärter, ne? Herzlichen Dank, Jan, hatten wir auch. Ja, wir hatten ja auch keine Pipi-Kaka-Pause, das stimmt. Also, er ist ein harter Anwärter, ne? Also, davon ein Clip wäre schon schön. Davon ein Clip wäre schön. Sollen wir ein bisschen Musik machen, bis der Stefan vom Klo wieder da ist? Aber wir machen mal ein bisschen Musik. Naja, mal gucken, wann Stefan wiederkommt vom Klo. Stefan, bist du schon wieder vom Klo? Ich glaube, Stefan macht eine größere Sitzung. Stefan? Der ist echt wirklich nochmal in Ruhe wohl ein Ei legen gegangen. Ines, Stefan, soll ich die Feuerwehr holen? Also Stefan ist noch im Talk drin übrigens. Er ist immer noch im Talk. Er kam, sprach, er muss auf Klo und er ist noch immer im Talk drin. Er ist wirklich am Klo.
Franzi, wir warten auf den Stefan, der eigentlich mitten im Talk schon war und der im Talk auf Klo muss. Miss Peppermint, Marc, du brauchst einen Bilderrahmen und ein Bild des Losties der Woche, das hängst du dann an die Wand. Ey, ne, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Gar nicht mal so eine schlechte Idee, Miss Peppermint. Das ist wirklich gar nicht mal eine schlechte Idee. Der Lost-Name der Woche. Das ist geil. Sonntag wird ja der lostige Mensch der Woche gekürt. Das ist gar nicht mal so schlecht, Miss Peppermint. Herz geht raus. Ich blende es hier oben ein und hänge ich irgendwo an der Wand. Stefan? Stefan? Du, wenn du jetzt gleich nicht kommst vom Klo, dann nehme ich so lange mal irgendwie den Tobias rein. Hat er jetzt Durchfall, der Stefan? Stefan? Wie lange ist denn der Stefan jetzt schon am Klo? Wie lange ist denn der jetzt schon ungefähr auf Toilette? Also der ist immer noch im Talk. 4 Minuten schon. Dann legt er ein Ei, oder? Ja, 5 Minuten, da muss er schon ein Ei legen, oder? Stefan, wir haben dich doch alle lieb, Mensch. Du musst keine Angst haben. Stefan. Okay, also ich Stefan, du bist ein ganz lieber Mensch. Aber du, schau mal. Wir warten alle auf dich, du. Okay, Stefan. Ich hab dich ganz so lieb, mein Bester. Aber Stefan. Stopp, bin oder doch? Nein! Ja. Ah, schreib mir nicht ins Ohr. Hallo? Hi, Stefan. Hallo? Hallo, Stefan. Ja, Mami. Ja, Stefan, Okay. warst du noch Jo. auf Toilette? Jo. Ja, so sauber, sauber. Entschuldigung. Wir haben schon gedacht, du kommst nicht mehr. Wohl. Ja, aber du bist wieder da, das ist doch sehr schön. Jo. Sehr sauber. Wir haben uns schon überlegt, wir küren ja immer den Lost der Woche. Also du bist ein sehr großer Anwärter schon gerade. Für die lostige Hoheit der Woche. Was hast du denn mal erlebt, du? Erzähl doch mal. Das hat eigentlich sehr jung angefangen. Okay. Also sehr jung. Also da war ich ja wie 3 Jahre alt. Da war ich in mein Zimmer oben, bin im Bett gelegen, also bin halt im Bett gelegen halt. Und ja, da ist dann so ein Fauchen gekommen, keine Ahnung warum. Und ja, manchmal halt sogar so geknurrt. So, ich bin ein bisschen nervös. Alles gut. Ich muss mich erstmal in deinen Dialekt wieder reingewöhnen. Wenn ich bei meiner Familie in Achso. Kärnten bin, du weißt ja, bei mir ist ja Lavamünd meine Familie. Ja. Ich brauch immer eine gewisse Zeit, um mich in die Dialekt reinzugewöhnen. Die Ines hat gerade auch schon geschrieben. Der Stefan! Landsmann hat sie geschrieben. Ines kommt nämlich auch aus Kärnten. Du musst mich erstmal so eine Minute wieder reinhören. Erzähl mal weiter, Stefan. Okay, also da war ich sehr klein und hab dann vorgeblärt, also wie das gehört hab, da habe ich richtiges Panikattacke gekriegt. Ja, okay. Ja, manchmal sogar Schreie, so Kinderschreie, Mädchenschreie oder so, keine Ahnung. Ja, manchmal sogar Flüstern. Ja. Und dann bin ich also aufgezogen, also Entschuldigung, ich bin so nervös, Ach, oder? ist doch nicht schlimm, Stefan. Ist doch nicht schlimm. Alles gut. Solange du nicht wieder auf Toilette musst, geht das doch alles. Okay. Ja, dann bin ich zu meinem Bruder auf, also im Schlafzimmer, wenn ihr mal allein wollt, weil ich so Schiss hab, Ja. machen ja. Und trotzdem hat es noch immer noch nicht aufgehört. Ja. Es hat immer weiter gefaucht. Okay. Ja. Das Mama habe ich sogar nicht mal schlafen können. Ja, glaube ich dir. Hast du denn heute noch mal solche Sachen erlebt in der jetzigen Zeit? Na. Das ist ganz Mittlerweile interessant. Ganz kurz mehrmals. Das mal, ist eher Stefan. nur noch sehr selten. Ja, ganz kurz mal, Stefan. Ich finde es interessant. Ich verstehe dich ja. Aber ganz viele Ja. schreiben gerade,
Ich verstehe nichts. Die verstehen deinen Dialekt nicht. Junge, Also Leute, ich kann, ich war verstehe es ganz gut, weil meine Familie redet auch so, aber ich brauche immer auch 1, 2 Minuten, um mich da reinzuhören. Aber ich kann ihn sehr gut verstehen. Aber ganz viele, ich verstehe nur Bahnhof, ich verstehe nicht. Ich finde das super. Entschuldigung. Das ist wie eine Geheimsprache unter uns jetzt gerade. Ja. Und ja, manche, der Dialekt ist cool. Ich verstehe ihn gut. Bei mir geht's. Ich mag die Stimmen. Ich mag die. Sehr geil. Was hast du gesagt? Sehr geil. Der Dialekt ist lebend. Sehr geil. Ich mag den Dialekt. Aber das ist wirklich, viele verstehen dich jetzt gar nicht, ne? Aber das Ja. ist egal. Das ist dein Dialekt und der ist super. So, was hast du denn in der letzten Zeit noch erlebt, so in solchen Sachen? Boah, muss ich mal überlegen. Da muss ich erstmal überlegen. Da müssen wir nochmal auf Toilette für gehen. Überleg mal. Ja, es hat auch damit zu tun, weil ich so nervös bin. Ach, ist Deshalb, doch nicht Entschuldigung schlimm. nochmal. Ach, Mensch. Aber da kannst du dich vielleicht mal dir vorstellen, wie es mir bei den ersten Streams damals ging. Ja, Da war ich, bin mir glaube ich, schon wie gut du. Ich glaube, gespannt. ich hatte davor erstmal fetten dünnen Schiss. Wir haben erstmal die Schüssel vollgeschissen, ich. Sehr geil. Ja, okay, dann überleg doch mal. Dann überleg doch mal. Stefan. Ja. Ja, bist du noch da? Entschuldige, muss überlegen. Alles gut. Der Stefan ist eine coole Hupe. Die Ines sagt halt, Stefan trinkt den Schnaps, du. Die trinkt Alkohol. Okay, dann überleg ich mal. Ja. Ja. Und sonst so? Jo, Läuft. sowas, jo. Jo. Einmal gut. Einmal guter Talk. Einmal gut. Also Stefan, du erfreust gerade jeden hier. Das ist sehr nice. Hast du denn schon mal so Ouija oder sowas gemacht oder Pendeln oder sowas? Ja, Ja. Witcher, wenn man probiert. Und? Naja. Wie naja. Einfach so. Wie naja. Naja. Hast du schon mal Pizza gegessen? Naja. Okay, definiere naja. Na, hat nicht ganz so geklappt. Was hat nicht geklappt? Ja, Planchette Was? ist halt immer noch nicht bewegt. Ah, läuft also. Okay, aber also kam gar kein Kontakt zustande, oder? Na, leider nicht. Habt ihr es einmal gemacht, oder? Ein paar Mal schon. Wie viel ist ein paar Mal? 3, 4, 5. Passen, ne? 10 Mal. Zehnmal. Okay, und nichts passiert. Na, leider nicht. Wie lange habt ihr denn probiert? Eure Stunde. Okay. Mit wie vielen Personen bis habt ihr das gemacht? Allein. Ah, mit wie vielen Personen habt ihr es gemacht? Allein. Er gibt nicht auf. Das ist eine coole Hupe, wirklich. Voll die coole Hupe. Allein, er gibt eigentlich nicht aufgeben. Ey, ich gebe dir meinen Tipp, Stefan. Ich gebe dir meinen Tipp. Leg erstmal. Du hast ein Ouija-Brett zu Hause? Ja. Leg's zur Seite erstmal. Und ein guter Tipp von mir. Leg dann erstmal zur Seite. Dann nimmst du einfach das Thema so zur Seite. Und hast du so, ich mache mir da gar keinen Stress mit. Ich mache mir da gar keinen Stress mit. Ich würde an deiner Stelle erstmal gucken, ob vielleicht andere Bereiche vielleicht für dich jetzt im Moment einfacher sind. Vielleicht ist es ja, ich weiß ja, du interessierst dich ja für sowas. Vielleicht sind die Ja. anderen Dinger für dich jetzt gerade der Türöffner, um überhaupt jetzt in dieses Ganze schon mal reinzukommen. Bei manchen sind es so Karten, bei manchen sind es Pendel, bei manchen, jetzt habe ich fast gerülpst, Stefan, das ist geil, ne? Guck mal, du musstest gerade auf Toilette, mir ist fast ein Rülps rausgekommen. So mittendrin, da so an, brr. Also das ist, jeder hat so seinen eigenen Türöffner. Bei manchen, die fangen an, sofort Ouija, funktioniert. Die anderen sagen, bei mir ist Pendel das allererste. Die anderen sagen,
Hey, ich mache Energiearbeit, ich beschäftige mich Reiki. Die anderen gehen über Yoga rein. Die manche andere gehen über Meditation rein. Die manch andere gehen wieder über ganz andere Methodiken rein. Vielleicht ist das noch nicht dein Schlüssel, um in das Thema zu kommen. Vielleicht brauchst du gerade den anderen Schlüssel, damit dein Kopf ein bisschen dieses sagt so, so läuft das und nicht anders. Ich glaube, diesen Schlüssel brauchst du, Stefan. Ja. Ich glaube, den brauchst du. Ich würde an deiner Seite erstmal das Video zur Seite legen. Erstmal so sagen, ich stress mich jetzt nicht damit. Ich denke, wenn der Kontakt über das Video kommen soll, dann wird er kommen. Vielleicht kannst du auch mal probieren, Rollercoaster Freak sagt, vielleicht auch erstmal Gläserrücken. Obwohl es fast genau dasselbe ist. Vielleicht ist es das ja gerade für dich, wo dein Kopf sagt, das funktioniert. Hast du das mal probiert? Ja, Und? ist ja nicht dumm. Okay, vielleicht musst du wirklich vorher mal einen Schnaps trinken. Vielleicht nimmst du wirklich das Glas mal aus Schnaps und dann machst du wieder Sitzung, damit der Kopf mal ruhig wird. Ich denke, du wirst deinen Weg noch finden. Definitiv, du wirst Ja. den Weg noch finden, Stefan. Aber ich glaube, du machst dir viel zu viel Gedanken. Ich glaube, du musst da Ja. oben diese Ruhe reinkriegen und dann wirklich so, hey, einfach laufen lassen. Ich glaube, weißt du, was dir fehlt? Das ist diese Scheißegal-Einstellung. Ja. Scheißegal, wenn es nicht klappt, ist es auch egal. Ich glaube, die Einstellung musst du finden. Ja. Und dann lübt das. Und dann rockt der Stefan ab durch Kärnten. Dann sehe ich dann ich dich irgendwann mal dann in Klagenfurt, wenn ich da bin. Dann sitzt du beim Lind. Dann bist du beim Lindwurm und dann machst du dann eine fette Sitzung. Definitiv. Ja. Und ich habe ja gesagt, habe ich dir ja schon mal gesagt, wenn ich in der Nähe bin, dann treffen wir uns. Habe ich dir ja schon mal gesagt. Was? Ja, hast du mir Ja, das war, geschrieben. du warst ja, glaube ich, nur 20 Minuten von da entfernt oder so, ne? Von Lavamünd. Ja. War ja ungefähr, ne? Naja, mal zwei, der wohnt vielleicht kann man 20 Minuten von meiner Familie entfernt. Deswegen habe ich das schon gesagt, aber guck mal, Nee, gu 5 Minuten, glaube oder ich. 5 Minuten. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja direkt da. Und das ist ja nur wegen, guck mal, wegen Koro kannst du ja nirgendwo hin dieses Jahr. Das ganze Jahr ist ja eigentlich Ja. schon fürs Klo, ne? Das ganze Jahr kannst du eigentlich knicken. Aber wie gesagt, ich nehme mich beim Wort. Ich habe dir das versprochen und dann komme ich auf jeden Fall vorbei, ne? Prima. Ja. Super, dann danke dir auf jeden Fall für den Talk, Stefan. Und war es schlimm? Ah, Und war warte. es schlimm? War es schlimm? Nein. Na. Na. Aber du bist Lost. Du bist Lost-Anwärter der Woche. Denk dran. Ja. Du wolltest doch was sagen, glaube ich, oder? Was soll ich nochmal sagen? Wolltest du nicht noch was sagen? Hast du nicht doch gerade noch einen Satz angefangen? Ja, ich wollte Ja. was sagen, aber ich Ja, weiß es nicht deswegen. mehr. Du hast ein Level-Up erreicht. Du bist eine Stufe weiter im Lost-Level. Das ist einfach schön, Stefan. Also du bist ein ganz heißer Kandidat für Sonntag. Und ich werde dann, ich glaube, hier oben werde ich den Bilderrahmen dann hinhängen oder irgendwo sichtbar, wer der Lost der Woche ist. Einmal schön. Stefan, ich danke dir für das tolle Gespräch. Das war echt cool, mit dir zu Ja. sprechen. Prima. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend, ne? Ciao. Warte, jetzt Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich was. sagen wollte. Ah. Oh, ich trinke doch noch mal einen Schluck, das dauert. Also darf ich noch einmal reinkommen, also irgendwann einmal, wenn ich bereit bin. Ja, klar. Sag einfach, was Ja. Ansage ist und dann kommst du, ne? Ja. Und Na? kann ich das so ein Zettel aufschreiben, also wie Stichwörter, damit ihr das nicht vergisst. Mach, wie du es am besten kannst. Ja. Kannst auch alles Okay. aufschreiben und mir vorlesen, Stefan. Nur wie du am besten Ja, klarkommst, ja. ne? Du kannst halt auch Das. singen oder tanzen für mich. Ist egal. Du kannst halt auch dein Leben singen, was du möchtest. Du bist willkommen, Stefan. Einfach schön. Das ist einfach schön, ne? Ja, Ja, schön. passt, danke. Ja, passt. Passt. Nur passt. Passt. Ich grüße Banner. dich, Stefan, alter Rocker. Wir hören uns. Ciao. Jetzt ist. Schulz. Ciao. That's it. Ach, war das geil. Stefan, du bist eine mega coole Hupe. Meine Herren, bist du eine coole Hupe? Der ist der Knaller. Stefan, Herz geht raus an dich. Das war ein mega nice Talk. Oh Mann, ob das doch, oh Leute, ob das mal getoppt wird, ich glaube nicht.
dass sowas getoppt werden kann. Ich glaube nicht, dass das getoppt werden kann. Stefan, du hast denn, ich glaube, du bist der heißeste Thronanwärter, den wir in dieser Woche haben. Also ganz viele haben Stefan verstehen können. Also es sind viele, die haben Stefan verstehen können. Es ist halt ein Kärntner Dialekt, ein Kärntner Dialekt, ne? Und das ist das Schöne. Viele konnten ihn verstehen, viele nicht. Black Lennon sagt, ich glaube, wir haben den Lost des Monats. Ich glaube, Desti, wenn du noch da bist, Desti, dein Thron hat stark gewackelt. Dein Thron hat schon stark gewackelt. Behind You hat jetzt mega. Das war mega geil. Ich feier sowas. Das war mega geil. Mega geil. Das war richtig cool. Also, es feiern alle gerade. Stefan, es feiern alle gerade. Das war mega gut. Drache Bilder werden hochgeladen. Ganz liebes Dankeschön, Drache. Mega nice. Ja, so, jetzt haben wir schon leider wieder 22 Uhr bis 22 Uhr machen wir immer den Parator.